Und damit hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge der Nürnberg-Karriere. Wenn euch die Serie gefällt, dann lasst auf jeden Fall liebend gerne einen Daumen nach oben da. Wir starten dann heute mit einem Auswärtsspiel beim Rekordmeister, beim FC Bayern München. Bisher läuft es in der Liga ja wirklich gar nicht gut bei uns. Aus den ersten 11 Spielen konnten wir gerade mal nur ein Spiel gewinnen. Und das war dann eben auch noch am ersten Spieltag. Das heißt, wir sind seit 10 Spielen in der Liga ohne Sieg. Und jetzt geht es eben gegen den FC Bayern München. Und da wird es natürlich richtig schwer, überhaupt was Zählbares mitzunehmen. Und wie erwartet waren die Bayern hier von Beginn an richtig stark unterwegs. Nunez mit der Chance, dann Vestergaard mit dem Ball, das ist nicht gut geklärt. Und dann Thomas Müller nochmal aus der Distanz. Der Ball wird dann aber erstmal von Marius Müller zur Ecke geklärt. Den anschließenden Eckball, den bringt dann Joshua Kimmich. Und dann ist plötzlich Alphonso Davies in der Mitte zur Stelle. Der ist ja nicht gerade als Kopfballungeheuer bekannt. Hier macht er aber den 1:0 Führungstreffer für den FC Bayern. Das ist natürlich gar kein guter Start für uns, so früh in München hinten zu liegen. Das geht selten gut aus. Aber wir zeigten uns davon tatsächlich wenig beeindruckt und kamen dann auch zum Ausgleichstreffer durch Tom Bierschenk. Der steht einfach mal vollkommen frei und macht hier aus dem Nichts das 1:1. Und der FC Bayern war tatsächlich von unserem Ausgleich beeindruckt. Erik Tommy legt hier auf Daku Çurlinov ab und der mit dem 2:1. Das ist ja mal komplett irre. Wir drehen die Partie in München. Daku Çurlinov mit einem richtig schönen Treffer. Und jetzt stellt sich hier natürlich die große Frage, können wir hier tatsächlich was Zählbares mitnehmen und vielleicht sogar tatsächlich in München gewinnen? Klar war natürlich jetzt allerdings, dass die Bayern hier schnell zurückschlagen wollten und das gelang ihnen dann auch. Thomas Müller, das dritte Tor in diesem Spiel nach einer Ecke, das zweite für den FC Bayern München und so schnell kann es gehen, Thomas Müller also mit dem Ausgleich. Danach war dann erstmal Halbzeitpause und es war ja auch wirklich einiges los gewesen hier im ersten Durchgang. Das versprach auf jeden Fall auch richtig viel für die zweite Halbzeit. Und die startete dann auch wirklich ähnlich turbulent wie die erste Hälfte, denn es dauerte gerade mal 5 Minuten, da kamen die Bayern dann schon zum ersten Treffer nach dem Seitenwechsel. Darwin Núñez dreht die Partie für die Münchner und bringt den Rekordmeister damit zurück in Führung. Und die Münchner wollten jetzt hier auf jeden Fall den Sack relativ schnell zumachen. Das ist wieder ein schönes Zuspiel auf Núñez, aber Marius Müller kann hier erstmal Schlimmeres verhindern. Von uns war im zweiten Durchgang relativ wenig zu sehen, wir kamen dann aber nochmal nach einem schönen Zuspiel hier auf Tom Bierschenk. Der setzt sich dann richtig stark durch, sein Ball geht allerdings ganz knapp über den Kasten von Manuel Neuer. Und dann waren auch keine 20 Minuten mehr zu spielen und plötzlich pfeift der Schiedsrichter und er zeigt tatsächlich Tim Handwerker die rote Karte. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, was war passiert. Und in der Wiederholung sieht man, dass er da einfach viel zu spät kommt und Tolisso komplett ohne Chance auf den Ball abräumt. Und dementsprechend kann man die Entscheidung auf jeden Fall nachvollziehen. Und jetzt sind wir eben leider hier für die letzten ja gut 17 Minuten ein Mann weniger. Die Hoffnung, hier noch irgendetwas Zählbares mitzunehmen, war jetzt natürlich nicht mehr allzu groß. Und spätestens durch dieses Traumtor von Corentin Tolisso wurde sie dann auch endgültig begraben. Der Franzose besorgt hier also den 4:2 Endstand für den FC Bayern München. Trotz einer richtig guten Leistung müssen wir uns am Ende also leider den Münchnern geschlagen geben. Und damit verbleiben wir jetzt erstmal auf dem 16. Tabellenplatz. Wir haben 6 Punkte Rückstand auf Union Berlin, aber immerhin auch noch 2 Punkte Vorsprung auf den VfL Bochum. Ehrlich gesagt, etwas überraschend hat sich dann Bayer 04 Leverkusen bei uns gemeldet. Die sind nämlich nicht mit den Einsatzzeiten von Joel Poyanpalo zufrieden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich finde, dass der relativ oft von Beginn an spielt. Aber gut, ich werde ihn jetzt einfach bis zur Winterpause ein bisschen öfter einsetzen. Ich habe nämlich gar keinen Bock drauf, dass sie dann im Winter einfach die Leier abbrechen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit ihm. Er hat jetzt ja auch schon 2 Tore erzielt. Und deswegen, ja, wird er jetzt wahrscheinlich bis zur Winterpause relativ häufig von Beginn an spielen. Und dementsprechend stand der Finne auch im nächsten Heimspiel gegen den FC Schalke 04 in der Startformation. Und ich würde schon sagen, gegen die Schalker konnten wir uns berechtigt Hoffnung machen, unseren zweiten Saisonsieg einzufahren. In der vergangenen Saison in der zweiten Liga haben wir mit 5:0 hier zu Hause gegen Schalke gewonnen. Allerdings ist das natürlich eine ganz andere Ausgangslage. Die Schalker spielen eine deutlich bessere Saison als wir und liegen im sicheren Tabellenmittelfeld. Dementsprechend sind wir jetzt auch nicht wirklich hier der Favorit. Trotzdem, wie gesagt, die Hoffnung war auf jeden Fall da.
Im ersten Durchgang war das dann aber wirklich von beiden Mannschaften eine schwache Vorstellung. In der 23. Minute hatte dann Dominic Kor die beste Gelegenheit in Durchgang Nummer 1. Und so ging es dann eben mit einem 0:0 in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel wurden wir dann aber zunehmend offensiver. Das ist eine schöne Flanke auf Poyan Palo, der nimmt den Ball da richtig schön Volley. Aber er geht eben leider knapp neben den Kasten. Das wäre auf jeden Fall ein richtig schöner Treffer geworden. Wir waren jetzt aber auf jeden Fall richtig gut drin in der Partie. Das ist wieder Poyan Palo. Und der steckt den Ball hier dann super auf Erik Tommy durch. Immer noch Erik Tommy zieht nach innen und dann macht er den sowas von geil rein. Was ist das denn für eine überragende Bude von Erik Tommy? In der 67. Minute bringt er uns also damit mit 1:0 in Führung. Und von Schalke war bislang auch relativ wenig zu sehen. Die warfen jetzt aber natürlich nochmal alles nach vorne. Das ist Chiquinho auf Eckhard Ayensa, aber Marius Müller mit einem super Reflex. Und damit hält uns unsere Nummer 1 tatsächlich die 3 Punkte fest. Wir haben es endlich geschafft, mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Und dann auch noch ausgerechnet gegen unsere Freunde vom FC Schalke 04. Unsere Tabellenposition konnten wir natürlich nicht verbessern, sind allerdings jetzt auf 3 Punkte an Union Berlin herangekommen. Und der Vorsprung auf den VfL Bochum ist ebenfalls größer geworden, der beträgt jetzt schon 4 Punkte. Als nächstes waren wir dann auswärts in Frankfurt im Deutsche Bank Park zu Gast. Und da erwischten wir einen richtig schlechten Start. Es dauerte keine 15 Minuten, bis die Frankfurter hier durch Kamada mit 1:0 in Führung gehen konnten. Kurz vor der Pause kamen wir dann mal mit Daku Churlinov und das ist ja wirklich ein mega geiles Traumtor. Churlinov mal wieder mit einem wunderschönen Treffer besorgt hier den 1:1 Ausgleich. Allerdings war das am Ende dann auch nicht mehr als Ergebniskosmetik, denn Eintracht Frankfurt schlug nochmal zurück mit Rafael Santos Boré. Die 3 Punkte bleiben am Ende also im Deutsche Bank Park. Wir verlieren mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Und nur eine Woche später im nächsten Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach wollten wir es natürlich besser machen und etwas Zählbares mitnehmen. Allerdings war Gladbach von Beginn an richtig gut drin im Spiel. Die Ecke führt hier zu einer richtig guten Chance und dann nochmal die Gelegenheit für Gladbach. Aber Marius Müller ist zweimal zur Stelle, zeigt einmal mehr, dass er ein richtig starker Keeper ist. Und die Gladbacher machten hier direkt weiter Druck. Das ist ein schönes Zuspiel auf Morelos und der legt dann zurück auf Gio Reyna. Marius Müller ist aber zur Stelle, Szene aber noch nicht vorbei. Nochmal Marius Müller mit einem überragenden Reflex. Was eine Leistung bislang von unserer Nummer 1. Und kurz vor der Pause kamen dann nochmal die Gladbacher mit Suleimana und dann Yannick Westergaard mit dem harten Einsteigen. Ich weiß zwar nicht, ob man da Elfmeter geben muss, der Schiedsrichter entscheidet sich aber dafür. Und jetzt hatte Gladbach also die Chance hier in Führung zu gehen, aber Marius Müller war erneut zur Stelle. Was eine Performance von Müller. Damit ist er auf jeden Fall der ganz klare Man of the Match hier nach dem ersten Durchgang. Und dann springen wir hier rein in die zweite Hälfte und von uns war bislang auf jeden Fall relativ wenig zu sehen. Dann kamen wir aber mal mit Poyan Palo und dann Dennis Kuhn und plötzlich steht es hier 1:0. Unser Youngster bringt uns hier in Führung. Wie schon im Pokalspiel gegen Union Berlin trifft also Dennis Kuhn und stellt damit den Spielverlauf vollkommen auf den Kopf. Und dann waren auch nur noch wenige Minuten zu spielen, aber die Gladbacher kamen nochmal und erzielten leider doch noch den Ausgleich durch Morelos. Am Ende spielen wir also nur 1:1 unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach. Gemessen am Spielverlauf ist das aber auf jeden Fall ein verdienter Punkt für die Borussia und deswegen können wir uns da eigentlich auch nicht so richtig beschweren. Allerdings haben wir damit jetzt eben zweimal in Folge nicht gewonnen, einmal verloren, einmal unentschieden gespielt und die Konkurrenz hat allerdings gepunktet. Köln und Bochum stehen jetzt beide bei 8 Punkten, das heißt wir haben nur noch 2 Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. Im nächsten Spiel gegen den VfL Bochum erwartete uns also wirklich ein richtiges 6-Punkte-Spiel. Allerdings waren die Bochumer hier von Beginn an besser drin in der Partie und gingen dann bereits auch nach 20 Minuten mit 1:0 in Führung. Und wir waren danach ehrlich gesagt so ein bisschen geschockt und die Bochumer nutzten das Ganze dann auch eiskalt aus. Kevin Schade mit dem 2:0 und da war gerade mal eine halbe Stunde gespielt. Und tatsächlich kam es dann kurz vor der Halbzeitpause sogar noch schlimmer. Das ist Tim Leibold mit der Flanke und dann wieder Kevin Schade. Er zielt hier seinen zweiten Treffer und besorgt damit den 3:0 Pausenstand.
Nach dem Seitenwechsel wurde es dann zumindest ein bisschen besser und dann in der 69. Minute gab es tatsächlich einen Platzverweis für den VfL Bochum. Wir waren jetzt also die letzten 20 Minuten in Überzahl. Allerdings konnten wir daraus gar keinen Profit schlagen. Stattdessen kam der VfL Bochum dann nochmal und erzielte sogar noch das 4:0 durch Jan Fiete ab. Wir kassieren am Ende also wirklich eine richtige Klatsche und sind dadurch jetzt tatsächlich auch auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Ja, und als wäre das nicht schon schlimm genug, hat sich jetzt auch noch Dennis Kuhn verletzt. Der hat sich im letzten Spiel den Knöchel gebrochen und fällt für 3 Monate aus. Und ich finde, das ist richtig, richtig bitter, weil der hat seine Sache ja eigentlich so gut gemacht, hat 2 Tore erzielt, 1 Tor vorbereitet, war in richtig guter Form und jetzt ist seine junge Karriere, die ja gerade erst so ein bisschen in Fahrt gekommen ist, erstmal wieder ausgebremst. Und dann gehen wir auch schon in das letzte Spiel vor der Winterpause. Am 17. Spieltag haben wir zu Hause Hertha BSC empfangen. Wir haben uns auf jeden Fall viel vorgenommen für diese Partie, allerdings hat es dann wie gegen den VfL Bochum knapp 20 Minuten gedauert, bis wir hier in Rückstand gegangen sind. Ein richtig bitteres Gegentor. Müller wehrt den Ball genau in den Fuß von João Pedro ab. Der kann sich eigentlich gar nicht dagegen wehren und macht hier den 1:0 Führungstreffer für die Berliner. Die Hertha hatte hier das Spiel danach auf jeden Fall auch gut im Griff bis zur 60. Minute, denn da gab es dann einen Platzverweis für Weston McKennie. Wir waren jetzt also die letzte halbe Stunde hier in Überzahl. Und wir drängten jetzt hier natürlich auf den Ausgleichstreffer. Es waren allerdings nur noch 5 Minuten zu spielen. Das ist Erik Tommy nochmal in den Rückraum zu Leonardo Bittencourt. Kurz vor Schluss also doch noch der Ausgleichstreffer durch Leonardo Bittencourt. Wir holen zum Abschluss der Hinrunde also dadurch zumindest einen Zähler gegen die Hertha. Leider reicht das Ganze allerdings nicht, um den letzten Tabellenplatz zu verlassen, denn sowohl Bochum als auch Köln haben beide gewonnen. Und somit beenden wir die Hinrunde also als Schlusslicht der Fußball-Bundesliga. Und es ist auf jeden Fall auch ganz klar, wo unsere Probleme liegen, und zwar im Toreschießen. In 17 Spielen haben wir gerade mal 10-mal getroffen. Unser bester Torjäger wettbewerbsübergreifend ist dann Tom Bierschenk mit 3 Treffern. Allerdings hat auch er nur 2-mal in der Bundesliga getroffen. Das gleiche gilt auch für Darko Chulinov, Leonardo Bittencourt und auch für Joel Poyanpalo. Wir müssen also schauen, dass das dann in der Rückrunde auf jeden Fall besser wird mit dem Toreschießen. Auf dem Transfermarkt können wir wahrscheinlich nicht mehr aktiv werden. Wir haben gerade mal knapp 2 Millionen Euro Transferbudget. Da jemanden zu verpflichten, der uns weiterhilft, wird relativ schwierig. Ich habe auch mal nach ablösefreien Spielern geschaut, aber da ist auch niemand dabei, der uns irgendwie weiterhelfen würde. Und deshalb müssen wir wahrscheinlich mit dem arbeiten, was wir haben. Ob das dann am Ende reicht, um in der Liga zu bleiben, das werden wir sehen. Vielleicht verkaufen wir aber auch noch irgendwen für ein bisschen Geld und können dann doch noch wen verpflichten. Aber da müssen wir eben gucken, ob da irgendwelche Angebote reinkommen. Ich würde jetzt allerdings erstmal nicht davon ausgehen. Und ja, das war's dann wie gesagt mit der Hinrunde hier mit dem 1. FC Nürnberg. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit der Transferphase und dann auch dem Start in die Rückrunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.